Oder hast du vielleicht noch irgendwo einen Invisible Block oder sowas? Das wäre voll gut. Dass du einfach nur zu doof hast und den nicht gefunden hast. Mhm. Dann, du denkst jetzt gerade, dass dir das Spiel irgendwie was schenken würde. Ja, natürlich. Du hast doch nicht den richtigen Lost Levels Blick. Der Lost Levels Blick ist, es ist irgendwie möglich und zwar auf der härtesten Art und Weise. Das ist der richtige Weg und der einzige. Oh. Und er sprang schon wieder in ein Loch. Ja, das wird auch mal sehr oft passieren. Ich stehe auf Löcher, irgendwie mag ich Löcher. Sagen wir warum. Und er springt in ein Loch. Und er springt in ein Loch hinein. Und er springt in ein Loch hinein. Und er springt in ein Loch. Und er springt in ein Loch hinein. Was ich aber auch total kacke finde, in den normalen Teilen von Mario, also von Super Mario Land zum Beispiel, kann man ja diese Pflanzen hier mit so einem Shell kaputt machen. Mit was? Die gibt es nicht. Diese Pflanzen, die kann man ja mit so einer Schildkröte kaputt machen. Puh, ich bin so geil. Das ist ja eigentlich der originale... Das war bitter. Das war doof. Das ist bitter. Nee, ich glaube, dass man das in... Das ist ja das originale zweite Mario Bros. Teil. Zumindest war der mal so geplant. Aber... Ich den gleichen Fehler mache. Du hast ja schon wieder ein Safe-State gesetzt. Ja, natürlich. Und dann über mich meckern, ey. Ja. Kannst du dir jetzt knicken, weißt du, da scheitert. Spiel ist... Achso. Das Spiel ist einfach nur asozial. Wir können das ja vergleichen. Wir spielen das nebeneinander ab. So. Oh. Wo ich in Level 5, 1 war und du. Und dann nebeneinander so, weißt du. Dann gucken wir mal, wer früher durch war. Ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, ich mache wirklich so. Ich lade das jetzt mal so hoch und dann mache ich nochmal ein Vergleichsvideo. Ich glaube, das mache ich wirklich. Nein, ich werde deutlich länger brauchen als du. Ja, du machst viel mehr Self-States, du schaffst es bestimmt schneller. Ja, nee, aber du musst auch die Zeit von den Self-States-Laden rausnehmen, weil du ja diesen Balken da nicht hast. Wir können ja dann die Self-States zählen. Ups, okay. Du bist oben gelandet, das weiß ich, aber es ist mir gerade total egal. Oh, scheiße, ich habe keine Zeit mehr. Okay. Tschüss. Oh. Die Zeit können wir dann rausrechnen und gucken, wie viel du trotzdem noch hinterher bist. diese dämliche, schnelle Melodie, die macht einen total... Aggressiv? Die hetzt mich. Nee, die hetzt mich. Dieses Gehetze mag ich nicht. Ey, ist noch gar keine Hetzmusik. Wenn nach 100, wenn 100 Sekunden noch sind, dann macht er so die schnelle Scheiße, weißt du? Ja, halt, 132, bei 100 Sekunden geht's halt so. Ja, so weit warst du aber noch nie. Doch, so weit war ich gerade. Aber du bist halt ein unaufmerksames Schwein. Oh, ich bin uncool. Ich bin meistens interessiert mich es einfach nicht, was du machst. Oh, fuck. Tschüss. Komm nie wieder, bitte. Oh Gott, das kann ich doch gar nicht mehr schaffen. Oh. Bitte. Nein. Nein, warte. So, danke. Komm. Oh Gott. Ich hab noch 48 Sekunden. Wieso läuft die Zeit nicht mehr runter? Irgendwas stimmt da nicht. Das kann ich doch gar nicht mehr schaffen. Ich muss das ganze Level nochmal machen. Das geht ja. Was? Ja, richtig, aber wenn ich bei den 100 Sekunden angelandet ist, dann geht die Zeit ja doppelt so schnell runter. Ich weiß nicht, ob es da insgesamt so schnell geht. Die geht insgesamt so schnell, guck mal. What the fuck, ey? Okay, verpisst euch. Tschüss. Block hier, aber ganz schnell. Wo ist der? Drei ist davon kennt so, ja. Okay, und Tor. Ah, okay. Oh Gott, okay. Ich hab's drauf. Oder so. Lauf. Ich bin am Ziel. Okay, gut. Das hat jetzt echt lange gedauert. Es ging. Okay. Und ein Höhlenlevel. Ein Höllenlevel. Meine Hände sind total verschwitzt. Gut. Gucken wir mal. Ah, der kommt zurück. Stimmt, die Roten kommen zurück. Oh, Giftpilz hier. Ja. Gucken wir mal, wie lange das braucht, bis ich hier anfange. Soll ich zu staten?
Fängt schon viel zu früh an. Wieso? Wann hast du angefangen? Kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Ja, siehste. Sag mal nix, die Kollege. Du warst bestimmt genauso weit. Bin ich sicher. Ich glaube, in Welt 4 habe ich angefangen mit Self-Daten. Worauf ich keinen Bock habe, sind diese Rätselschlösser. Allgemein die Rätselwelten. Naja, oh. Wenn du weißt, wo du lang musst, ist das eigentlich kein Problem mehr. Du musst halt einmal austesten. Ups. Das kriegst du aber sofort mit. Das ist ja auch immer nur zwei, dreimal probieren, weißt du es ja. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Hm. Ist das ein Kack? Ah, gut. Ah, es war klar. Wieso kommen denn auch gleichzeitig raus? Wieso wechseln die sich ab, die Schweine? Es ist ja eigentlich schon ziemlich fair. Es ist, na gut, das ist ja kein Schloss. Aber das ist ja noch schon cool, dass du schon dieses, diese Hälfte hast, sozusagen. Mhm. Weil ich kaum glauben kann, dass es schon die Hälfte ist. Aber naja, gut. So, und hier wolltest du hoch, aber das hast du nicht geschafft. Der anderen Seite da. Ja, das mag sein. Ups! Oh Gott, ich komme noch nicht mal auf die andere Seite rüber. Richtig. Ich habe mir da gerade gar keine Illusionen gemacht. Ich dachte, jetzt willst du mir zeigen, dass es drauf hat. Und ich wusste ganz genau, es wird nichts. Nee. Ich übe auch nur eine Steuerung. Kann ich zur Verteidigung, muss ich sagen? Stimmt. Die Steuerung ist wirklich bitter. Einfach rüber. Einfach runterfallen. Bist du doof an? Warum stelle ich mich so doof an? So doof an, so doof an. So ausgesprochen doof an. So doof war ich noch nie. Mhm. Okay, und zack, und zack. Und darauf und runterfallen. Geil. Und nochmal, weil es so schön war. Okay, aber der Anfang ging, der war nicht schwer. Ja, genau. Das war so klar, dass ich, wenn ich sowas sage, sofort sterbe. Das war auch eine der stylischsten Varianten, wie man in diesem Level sterben kann. Oh Mann, ey. Aber du machst das nicht nur so, du zeigst nicht nur die stylischsten Varianten, nein, du zeigst alle Varianten. Ja. Finde ich auch extrem geil. Oh Gott, ey. Ich muss pissen. Du hast jetzt Block 5 angeditscht. Also, und das nächste Mal kommt das? Das war auch noch nicht, also ist auch neu. Nächstes Mal knutsche ich wieder die Arschbacke einer Schildkröte. Tschüss. Bam. Dann, 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 dann. Bam. Bam. Ich hasse dieses Spiel, wieso spiele ich es überhaupt? Ach ja, ich wollte es besser machen als du, aber dann fiel mir auf. Geht so. Ich habe vergessen, dass ich es nicht drauf habe. Stimmt. Oh, das war knapp. Gut, Hälfte. Und ich habe wieder nur zwei Leben oder so. Mein Angebot aus dem LP steht im übrigens immer noch. Also wer es schafft, dieses Spiel, ja, was habe ich gesagt? Ohne Safe-State durchzuspielen und ein LP davon macht, komplett, dann werde ich mir das angucken und ihn höchstpersönlich für völlig bescheuert erklären. Das war mein Angebot. Das heißt, ich mache tatsächlich ein Video und werde das tun. Das, denke ich mal, könnte für den einen oder anderen eine ganz gute Werbung sein. Also, ich habe ja eigentlich das nur so aus Spaß gesagt, aber tatsächlich gab es Leute, die meinten, sie würden das gerne hören. Also, ich dachte, ich sie für völlig bescheuert erkläre, weil es eine coole Werbung für den eigenen Channel wäre. Also, ich habe es versprochen. Sie überredet die Leute nicht zu irgendwelchen Dummheiten, die sie später mal bereuen werden. Die werden es bereuen. Jeder, der jetzt versucht, dieses LP zu machen, wird es definitiv bereuen. Also auch ich eventuell. Aber ich werde es ja dann, wenn, dann mit Selbstsetz machen, weil ohne kannst du voll knicken. Ah, das war jetzt ein Rätselding, ne? Ja gut, aber dann werde ich dich nicht für völlig bescheuert erklären. Also zumindest nicht deswegen. Ja, hier war ein Rätsel, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Fall runter. Es war nicht einfach. Es wiederholt sich auf jeden Fall immer alles, wenn man nicht den richtigen Weg geht. Okay. Hier abspringen, weißt du es? Was war das? Punkte. Und dann. Dun, 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 dun.
Die Bonus-Level, diese Bonus-Level-Musik könntest du eigentlich auch mal mit dem Piano spielen, Mann. Stimmt. Könnte ich. Klingt bestimmt ganz cool. Tut sie. Diese Musik wirst du wahrscheinlich nicht mehr mit dem Piano spielen wollen, wenn du es erstmal durchgespielt hast, weil sie dich noch. Weil du noch Hass mit ihm verbindest. Oh. Ja. Ich merke schon, wie die Pisse in meinem Bauch brodelt, ey. In meiner Blase, nicht in meinem Bauch. Oh gut, es ist schon ganz heiß. Oh, ich bin durch. In ihrer Blase brodelt die Pisse. Meine Haare riechen voll gut. Nach Pisse. Ja. Ja. Okay. Bam, bam, bam. Oh, wieso spreche ich da denn durch? Geschickt zwischendurch navigiert, das war nicht schlecht. Mhm. Wenn man so spielen muss, dann wäre es auf jeden Fall gut, aber... Habe ich auch gerade gedacht, aber... Weißt du, das Ding ist, du machst die gleichen Fehler immer wieder, weißt du? Ja, ich lerne noch nicht draus. Ein bisschen blöd. Mhm. Okay. Naja, was war halt... was war deine Kritik an mir? Meine Kritik an dir war, dass du halt so scheiße klingst und dein Gesicht halt immer im Bild war, dass sowieso keiner ist. Nein, sie hat zu mir gesagt... Hab ja, ich gar nicht. Was? Ja, aber komm, du hast auch doofe Fehler gemacht. Du bist immer gegen so eine Pflanze gesprungen, die gerade draußen war. Meine Mutter hast du auch gemacht eben gerade. Jo. Wie gesagt, ich werde Level 5.1 werde ich als Referenz nehmen. Und dann werde ich die nebeneinander abspielen lassen. Dann werden wir sehen, wer wie reagiert hat, ja? Ich bin schlecht, ich weiß. Aber ich mache auch nicht den gleichen Scheiß, den man wirklich umgehen kann. Immer nochmal, weißt du? Oh Gott, ey. Nochmal, ja. Bitte, kannst du den letzten Satz bitte nochmal wiederholen, so für mich? Könnte ich. Wenn ich mich daran erinnern würde, was ich gerade gesagt habe. Ich leide nicht unter Amnesie. Und, deswegen spielst du auch Amnesia. Richtig, weil du da einen persönlichen Bezug hast. Und dieser Sprung zwischen den Schildkröten, der ist jetzt eigentlich schon legendär. Ist warm. Wenn jemand jetzt nochmal on R232 redet, dann sagt er nur noch, hier, die mit den beiden Schildkröten. Nee, die mit dem Mario-Fail. Die mit den beiden Schildkröten, weißt du? Dann wissen die schon, ach, die mal durchgesprungen ist. Ja, genau die. Ja, das ist, hast einen Stempel. Mhm. Früher war ich die mit den Schlümpfen, jetzt bin ich die mit den Schildkröten. Die bist du auch noch. Die mit den Schlümpfen, die mit den Schildkröten. Ja, so... Oh, das war jetzt echt dämlich. Wer sie in bester Aktion sehen möchte, der guckt sich die Schlümpfe-LP von ihr an. Das ist das Beste, was sie gemacht hat. Das tut ihr nicht. Ein großartiges LP, was... Und dieses LP war total zum Kotzen. Ja, gerade deswegen. Es ist göttlich. Ich habe jede einzelne Folge geliebt. Die erste ging schon gut los, da warst du... Doch, die erste warst du schon extrem geil drauf, weil du da irgendwie auf Crack warst oder so, was ich. Na, oder eher auf Ecstasy, glaube ich, oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie hast du da Drogen genommen. Da war sie übertrieben gut drauf. Das hat sich dann gegeben. Was aber... Stimmt allerdings. Was allerdings dem Ganzen keinen Abbruch getan hat. Weil die Schlümpfe nicht unbedingt nett zu ihr waren. Mhm. Deshalb habe ich auch eine Abneigung gegenüber diese Biester. Ich versuche die ganze Zeit schon zu überreden, dass wir mal in die Schlümpfe gehen jetzt in den Film. Nicht, weil er mich jetzt so wirklich interessieren würde, sondern einfach nur, weil sie zu fragen allein sie schon extrem abfuckt. Schnuff? Kann man das Thema mal wechseln? Oh. Wollen wir Wochenende ins Kino gehen? Nein. Schlümpfe gucken? Deine Fresse, Mann. In 3D. Ja. Nur habe ich immer das Bedürfnis, diesen Scheiß Schlümpfe in die Fresse zu hauen. Ich kann mir vorstellen, wie da eine ganze Reihe On Air 232 Fans sitzt und dem Scheiß Schlumpf in die Fresse hauen will. Wunderbar. Dann nimmst du eigentlich schon auf. Schon eine Weile schon. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich nehme mit Fraps auf, also von der Seite aus, lass einfach laufen. Aber das ist wie beim Pissen. Oh Mann. Das war auch wie beim Pissen.